Vielleicht könnte man ja auch die Filme in 20-minütige Episoden unterteilen. Stopp, 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 stopp. Das reicht. Hallo und herzlich willkommen zum News-Podcast Nummer 3 im Jahr 2019. Wir beginnen das März mit den letzten neuen Folgen von ProSiebenMax, haben heute für euch ein Handyspiel zu Detektiv Conan, weitere neue Folgen, die angekündigt wurden und Film 23 kommt ins Kino. Aber die ganzen News möchte ich nicht alleine besprechen. Mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Hallo, willkommen zur heutigen Dissonanz der Stradivari. Mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Ja, hallo alle zusammen. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, und da starten wir auch direkt durch mit dem Detektiv Conan Runner Spiel oder Detective Conan Runner. Ein neues Conan Handyspiel, das angekündigt wurde und auch bei uns in Deutschland erscheinen soll. Es scheint da einen weltweiten Release zu geben, aber die Einzelheiten dazu hat Lasse. Ganz genau, das ist ein Autorunner Handyspiel, kennt man vielleicht von Super Mario Run oder Temple Run, obwohl Temple Run 3D ist. Aber jedenfalls, man läuft in einer 2D-Ansicht von links nach rechts. Conan oder der Charakter, den man wählt, läuft von alleine und man muss springen, Hindernisse ausweichen und Punkte einsammeln. Dazwischen gibt's wohl auch, es gibt erste Screenshots mit irgendwelchen Dialogszenen dazwischen, wo der erste Fall der Detective Force zum Beispiel nachgestellt wird, da in der gruseligen Villa. Und es kommt von der Firma Bushiroad, das ist ein japanischer Multimedia-Konzern, die sowas öfter machen, gibt offizielle Twitter-Accounts, Facebook, Instagram und eine Webseite. Für uns in Deutschland ist es detektivconan-en.bushiroad.com. Ja, die englischsprachigen Länder und noch einige skandinavische Länder firmieren das unter Case Closed Runner, Race to the Truth, tatsächlich. Und ja, wie gesagt, man kann sich jetzt schon anmelden. Release laut Webseite ist locker angegeben für Sommer 2019. Inzwischen, seit die News geschrieben wurde, steht auf der Webseite nur noch 2019. Zumindest bei, wenn ich jetzt gerade auf Detektiv Conan Runner gucke und Case Closed kann ich nie aufrufen. Ups. Wie gesagt, Bushiroad International published das. Der Entwickler ist Ambition und es wird, wie gesagt, fast weltweit. Neben Deutschland halt Hongkong, Taiwan, Südkorea, Singapur, Thailand, Malaysia, Chile, Mexiko, Schweiz, Saudi-Arabien, Vietnam, Frankreich, Indonesien, Philippinen, Spanien, Brasilien, Ägypten, Italien, Norwegen und erscheint auf iOS und Android. Auf der Webseite werden auch schon verschiedene Charaktere vorgestellt. Conan, Shinichi, Chiran, Haibara, Kaito Kid und Bourbon. Die Detective Voice restlichen sind auch auf ein paar Screenshots zu sehen. Mit denen kann man dann halt zusammen rumlaufen und jeder von denen hat irgendeine Fähigkeit, also mit dem man die Hindernisparcours leichter bestehen kann. Ja. Und ich würde mal sagen, die ersten Reaktionen bei uns im Forum auf Discord waren eher so, und das erste Gameplay sieht auch wirklich so aus, ja, das ist einfach ein x-beliebiger Autorunner mit halt der Con-Lizenz drauf geklatscht und ja, so sieht's aus und ja, viel mehr sollte man wohl auch nicht erwarten. Ja, es ist ein Jump-and-Run-Game, x-beliebig, also man kann sich auch die Trailer anschauen, man selbst einen Eindruck gewinnen davon. Hat mit Kriminalfällen oder sowas eher weniger zu tun, bis gar nichts. Aber nichtsdestotrotz nur können wir uns ja freuen, dass es überhaupt ein Spiel nach Deutschland schafft. Ja, wollte ich gerade ansprechen. Also klar, es ist halt kein klassisches Conan-Spiel im Sinne von Rätsel lösen wie die damaligen Gameboy-Spiele oder das einzige Spiel, was es zu uns auf die Wii damals geschafft hat. Aber trotzdem ist es halt ein Conan-Handyspiel und ja, es wird auch bei uns verfügbar sein und mich persönlich freut das sehr, weil ich zum Beispiel schon erlebt hatte, ich hatte irgendwann mal im Store so eine Art
Crunchyroll im Conan-Design gefunden. Crunchyroll, hier, wie heißt es? Candy Crush. Ja, fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Und fand ich eigentlich dann ja sehr cool, das im Conan-Design zu haben, so eine Art Puzzlespiel. Das kennt ja wahrscheinlich jeder. Ja, und ich glaube Detektiv Conan Puzzle Quest oder so. Ja, genau, so irgendwie hieß das. Ich glaube, diese Puzzle Quest-Reihe ist im Prinzip auch so eine Reihe, wo der Entwickler das mal gemacht hat und dann sich ganz viele Lizenzen rangeholt hat und das dann immer in verschiedenen Sachen re-released hat, dann halt mit irgendwelchen populären Serien. Ja, genau, aber und da habe ich gedacht, wow, cool, kannst du, also weil ich das Spiel halt im Sailor Moon Design kannte und dachte, ja, dann wird es im Conan Design bestimmt auch cool sein, probierst du mal aus und dann hieß es, nö, du bist ja in Deutschland und das geht nicht. Und ich war sehr enttäuscht an dem Tag. Aber mal sehen, was das neue Spiel bringt, also ausprobieren werde ich es, denke ich mal, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass die Resonanz oder das Interesse an einem Conan-Handyspiel oder allgemein einem Videospiel zu Conan hier in Deutschland sehr, sehr groß ist. Das hat man bei Twitter, Facebook und unseren anderen Social-Media-Plattformen, die ich am Ende erwähnen werde, war sehr groß tatsächlich. Viele hatten sich gefreut auf ein Spiel, ein Conan-Handyspiel, das sie immer mal nebenbei spielen können. Aber ich sag mal, wenn man sich den Trailer dazu anschaut, vielleicht sollte man es nicht tun, denn das bremst die Vorfreude doch schon enorm. Man sieht halt Conan-Figuren, die da durchs Level laufen, aber das könnte genauso Super Mario sein, das könnten genauso Zombies sein, das könnte genauso Sailor Moon sein, das könnte jeder sein, der da durchs Level läuft. Das ist nicht so, dass es irgendwie ein Conan-spezifisches Spiel ist, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, sondern es ist einfach ein normales Jump'n'Run-Spiel. Ist das überhaupt Jump'n'Run? Einfach universell einsetzbar. Da haben die einfach Conan-Gesichter drüber geklatscht. Fertig ist das. Und ich vermute einfach mal, dass die Lokalisierung hier auf Deutsch, wenn es überhaupt eine deutsche Version davon geben wird, einfach sehr kostengünstig ist und man es deswegen einfach in allen Sprachversionen rausbringen kann. Ja, keine Ahnung. Da wird ja wahrscheinlich viel durch die Gegend gelaufen, viel gesammelt an Rubinen und Münzen oder was auch immer man da sammeln kann. Auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich freue mich sehr auf das Spiel, auch wenn es jetzt natürlich kein Puzzle-Spiel ist oder irgendwie so ein Logik-Spiel, was man bei Conan eher erwarten würde. Aber ja, die Mirapolis-Ermittlung für die Wii ist 2009 erschienen. Das ist jetzt auch 10 Jahre her. Wir haben jetzt sozusagen das zweite Videospiel oder, Spiel zu Conan hier in Deutschland. Und das wirklich, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn es halt nur so ein billiger Abklatsch ist. Immerhin. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach mal. Es gibt so viele Conan-Spiele, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt. Aber dazu muss man aber auch sagen, dass es rentiert sich halt wirklich nicht. Weil selbst so eine große Marke wie Ace Attorney, die 3DS-Spiele von Ace Attorney werden ja im Westen auch gar nicht mehr als physisches Medium überhaupt rausgebracht. Da sagt Capcom, das ist viel zu teuer, selbst für so eine große Serie wie Ace Attorney, dass wir das noch physisch auf den Markt bringen, das bringen wir nur noch im Online-Store vom 3DS, mit auch nur noch englischer Lokalisation, also gar nicht mehr für Deutschland oder so speziell lokalisiert. Und wenn selbst Capcom mit einer riesigen Marke wie Ace Attorney, verglichen zu Conan international, sagt, nee, das können wir uns, das ist finanziell einfach für uns kein profitables Geschäft mehr, dann können wir das nicht eigentlich nicht realistisch erwarten, dass dann irgendwie, ich glaube, diese sowas wie Detective Conan Phantom Rhapsody, was es auf dem 3DS gab, ich glaube, das war Bandai Namco Entwickler, da kann man halt nicht erwarten, dass die sagen, okay, wir bringen das auf den deutschen Markt raus. Das ist halt finanziell Irrsinn für Bandai Namco im Prinzip. Mit der geringen Fanbase vergleichsweise, was nun mal so eine Anime- oder Manga-Community hat, im Vergleich zum generellen Gaming-Community. Und das ist halt schade, aber ich glaube, wenn man mal so nüchtern drauf betrachtet, macht das eigentlich nur Sinn, dass die hier nicht bei uns rauskommen. Ja. Und diese Handyspiele sind halt, das ist halt die Masche von diesen Handyspiele-Publishern, die hauen einfach alles weltweit raus. Deswegen kommt das wahrscheinlich auch zu uns, weil das halt ist halt deren Masche. So macht man das auf dem Mobile-Markt und ja. Naja.
Die Sprites sind immerhin ganz nett. Ja, es ist ja auch nicht verkehrt, das Spiel rauszubringen, aber also die Mirapolis-Ermittlung 2009, das war ja auch ein elendiger Flop. Das ist ja nicht gut angekommen, wie Lasse schon sagte, das rentiert sich einfach nicht. Hat sich damals schon nicht rentiert. Und das Spiel ist ja auch nicht wirklich gut, muss man sagen. Ich habe es angespielt. Ha, man kann es spielen, aber es ist doch eher mühsam, war zumindest mein Eindruck. Ja, von daher noch so einen weiteren Versuch starten und ein Spiel physisch hier in Deutschland auf den Markt zu bringen, das kann ich mir eher kaum vorstellen. Das müsste dann schon mit dem Teufel zugehen, wenn das noch passiert. Oder vielleicht in entfernter Zukunft, wenn Detective Conan mal sehr populär sein sollte. Aber so ein Handyspiel ist, denke ich mal, guter Kompromiss. Da muss man, bringt man einfach in den Store, alle können sich's runterladen, zumindest alle, die ein iPhone oder iOS-Gerät oder ein Android-Gerät haben. Ja, Sommer 2019, man rennt ja bis durch die Gegend, sammelt ein, fertig ist das. Was ich noch interessant zu diskutieren fände, wäre der Preis. Ich denke mal, also vermute, dass es auch kostenlos erhältlich sein wird mit In-App-Käufen. Oder wie seht ihr das? Sollte man, glaubt ihr, das wird bezahlbar sein? Ich könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht für einzelne Charaktere oder sowas, dass man die als In-App kaufen kann. Dann wenn man zum Beispiel, also vielleicht jetzt Bourbon nicht oder so, also dass die angekündigt sind, vielleicht zur Verfügung stehen, aber wenn man dann irgendwie Gin spielen will oder Wodka oder so, ja, dass man da vielleicht noch was kaufen muss. Gin rennt durch so einen Tempel durch und sammelt da Münzen ein. Das stelle ich mir sehr genial vor. Ich nehme Kaito Kid, der fliegt dann und dann gewinne ich sofort. Bis er abgeschossen wird auch von gut, Nakamori. Ja. Ja, also ich kenne jetzt die Vergleichsvariante, wie Lasse vorhin angesprochen hat, mit dem Temple Run nicht. Also ich weiß, dass ich habe das mal gesehen, wie das jemand damals gespielt hat und ich weiß halt nicht, ob das was gekostet hat oder nicht. Und ja, also, ansonsten, ja. Ich meine, Temple Run hat nichts gekostet, aber auch mit In-App-Käufen, während Super Mario Run zum Beispiel von Nintendo, das musste man, glaube ich, kaufen. Wenn ich mich nicht alles täusche, ich glaube 10 Euro hatte das gekostet, da hat man auch alles natürlich mit drin. Wenn man In-App-Käufe tätigt, denke ich mal schon, so ein Charakter kann man schon mal mit 2 Euro rechnen. Ja, hätte ich jetzt ja vermutet. Wenn du Heiji haben willst oder so, und ich denke, da werden auch einige dann tatsächlich zugreifen, auch wenn so ein 0815-Spiel ist. Sorry, dass es hier so runter wäre, will ich eigentlich gar nicht, ich finde es toll, das Spiel. Ja, muss man mal schauen. Also wie gesagt, wenn es kostenlos ist, dann denke ich mal, also das wird wahrscheinlich, denke ich mal, also es wäre gut, wenn es das wäre, um den Anreiz zu schaffen, es anzuspielen, sich zu holen und mal reinzuschauen, weil die Hemmschwelle ist natürlich größer, wenn man gleich sieht, oh, ich muss hier 2 Euro bezahlen und ich weiß ja noch gar nicht, ob das Spiel überhaupt Spaß macht oder ob ich es einmal spiele und dann sage, oh nee, das ist mir zu normal oder zu lame oder so. Von daher denke ich mal, wäre die Variante mit den In-App-Käufen, dass man vielleicht spezielles Outfit oder vielleicht, wie Lasse sagte, irgendwelche Fähigkeiten noch freischalten kann oder so. Also ja, das wäre, denke ich mal, die bessere Alternative. Wenn ihr schon einen x-beliebigen Autorunner spielt, warum nicht den von Detective Conan? Genau, das fasst es gut zusammen. Danke, Lasse. Ja. Ja, machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Wir haben noch gar nicht richtig gestartet hier heute. Ich wusste nicht, wo das Runner-Spiel einzufügen ist. Ja, Anime ist der Runner. Ist nicht wirklich, ja, der sehr guter Wortwitz hier noch am Anfang des Casts. Ja, wir machen starten mit Anime in Deutschland und machen weiter mit Anime in Deutschland. Da haben wir die Meldung, dass ProSieben Max an neuen Detective Conan Folgen dran ist und dass Magic Kaito 1412 zu ProSieben Max kommt. Und die Details hat dazu Johannes. Ja, die habe ich tatsächlich. Also ProSieben Max hatte das angekündigt über ihre Social-Media-Kanäle. Und zwar, dass wenn jetzt die Serie Detektiv Conan endet, das ist, glaube ich, am 13. März, dass dann ab 14. März die Folgen von Magic Kaito 1412 zu sehen sind. Das sind insgesamt 24 Stück. Gemeint ist die 24-teilige Serie, die bei Peppermint Anime bereits erschienen ist, auf DVD und Blu-ray. Und bekommen wir immer montags und freitags zu sehen auf dem Sendeslot von... Bis freitags, nicht nur die bei. Ja, naja, bis freitags natürlich, klar. Auf dem jetzigen Sendeslot von Detektiv Conan. Das heißt, wir haben immer noch Charaktere aus dem Conan-Universum, die wir zu sehen bekommen. Ja, Conan und Co. spielen auch in einzelnen Folgen mit. Und
Danach steht allerdings noch nicht fest, was gezeigt würde. Also wenn diese 24 Folgen dann im, ich meine, das ist dann April, fertig ausgestrahlt worden sind, wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Allerdings hatte dann halt ProSiebenMax auf ihren Social-Media-Kanälen schon gesagt, ja, keine Sorge, wir sind weiter an neuen Detektiv-Conan-Folgen dran, was natürlich eine sehr große positive Nachricht ist. Allerdings muss man das auch gleich ein bisschen einschränken. Ne? Es ist keine feste Zusage, wir zeigen neue Folgen und auch ohne Datum, sondern es ist einfach nur dieses Bekenntnis, wir sind an neuen Folgen dran, was aber hinsichtlich der Quoten, die ja doch sehr durchwachsen waren, ein sehr positives Zeichen ist, wie ich finde. Und ja, ich denke, wir können uns sehr freuen, und ob es dann mit Wiederholung weitergeht danach. Oder keine Ahnung, ob man noch vielleicht die andere Magic Kaito Serie zeigt, steht jetzt wie gesagt noch nicht fest, aber keine Ahnung, können wir ja gerne diskutieren. Was haltet ihr denn von der neuen Meldung? Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, sag ich mal, also allein auch schon die Aussage, wie gesagt, nur die Aussage, wir sind dran an neuen Detektiv Conan Folgen, das kann natürlich alles heißen, das kann sein, sie haben gerade erst angefangen mit den Verhandlungen, sind irgendwie mittendrin, sind müssen über eine Lizenz gucken, wo die ist, was weiß ich, was da alles mit zusammenhängt, aber allein der Punkt, dass sie es halt schon versuchen, finde ich, ist gut, und sie haben das ja auch in der Vergangenheit mit zahlreichen Ankündigungen damals, oh, was haben wir geschwitzt, bewiesen, dass es funktioniert hat. Ich hoffe, dass es jetzt genauso ist, und ich freue mich auch, dass wir die neue Magic Kaito Serie, so nenne ich sie mal, bekommen mit den 24 Folgen, die ja etwas ausführlicher sind, sage ich mal, und ja, die eigentlich definitiv die bessere Wahl sind, wie wir ja schon bereits in der Vergangenheit berichtet haben. Und ja, ich freue mich drauf, dass das im Programm mit Conan weitergeht, und ja, bin sehr froh, dass ProSiebenMax anscheinend genug in die Serie ja investiert hat, daraus bekommen hat, dass die Quoten gut genug waren, dass es weitergeht. Dazu sollte man aber auch nochmal sagen, und auch wenn das manche Leute vielleicht nicht gerne hören, aber man sollte sich einfach bewusst machen, die neuen Folgen, Staffel 6, kommt jetzt nicht nach Magic Kaito 412. Das kann man... Nein, das ist das sollte, klar. Also, das sollte sich keiner, ich weiß, wir hier tun das natürlich nicht, aber das sollte sich keiner irgendwie Hoffnungen drauf machen. Und ehrlich gesagt, da wurde ja auch bei uns im Discord-Server zum Beispiel darüber spekuliert, vor 2020, Staffel 6, nein. Wird eher sehr, sehr knapp. Ja. Ja, ich mal überleg mal, wie lange wir jetzt auf die neuen Folgen gewartet haben. Also das ist, ja, selbst wenn man das jetzt irgendwie die Episoden abschnittsweise, wie sagt man, synchronisieren würde, ne, also immer so 25-25 und dann halt schon mit der Ausstrahlung beginnt, während die letzten 25 vielleicht gerade noch aufgenommen werden. Also das ist rein rechnerisch, ist das alles schon ziemlich knapp, gerade wenn man jetzt noch nicht mal die offizielle Bestätigung von ProSiebenMax hat. Ja, wir haben 100 neue Folgen gesichert. Ja, ist das natürlich alles sehr, ja, Zeit, wäre das sehr zeitknapp. Also nach Magic Kaito auf keinen Fall. Und 2019 noch ein großes Fragezeichen würde ich dran machen. Dass ProSiebenMax an neuen Conan-Folgen dran ist, zeigt wieder einmal mehr allen Kritikern auch, ja, Detective Conan ist ein Standbein bei ProSiebenMax, und es wird von ProSiebenMax gewertschätzt, ist das ein Wort? Ja. Ja, genau, auf jeden Fall, wenn sie dran sind, ist das ein gutes Zeichen, finde ich, und ja, Magic Kaito 1412, darüber freue ich mich auch sehr, ist tatsächlich eine Free-TV-Premiere. Ich hätte das eher in der Anime-Nacht vermutet, dass man da vielleicht Magic Kaito 1412 oder die alte Magic Kaito-Serie zeigt. Aber kann man natürlich auch in der Anime-Action am Nachmittag machen. Hat man dann mit 24 Folgen zwar nur ungefähr 5 Wochen was von, also müsste bald auch eine Ankündigung kommen, wie es danach weitergeht. Und ja, wir hatten ja schon gesagt, danach geht es nicht mit weiteren neuen Conan-Folgen weiter, sondern entweder, schätze ich, mit einer Wiederholung der 5. Conan-Staffel oder mit einer Wiederholung von allen Conan-Folgen ab Episode 1, womit man dann sich einen großen Puffer verschaffen würde. Na, schlechtestes Szenario wäre natürlich, wenn Conan ganz geht und durch Gintama oder irgendwas anderes ersetzt wird, was auf diesem Sendeplatz nichts zu suchen hat. Ja.
Mal abwarten. Ja, ich finde es auf jeden Fall, gerade mit Blick auf die Quoten, halt eine starke Meldung, dass man sagt, nee, wir sind nach wie vor auch jetzt wieder an neuen Conan-Folgen dran. Und dass man halt sagt, okay, wenn es vorbei ist, dann ist jetzt nicht alles vorbei, sondern wir zeigen halt noch eine neue Serie aus dem Universum. Da bindet man, wie du es natürlich sagtest, auch die Fans dann mehr an diesen Sendeplatz. Und deswegen ist eigentlich der nächste logische Schritt danach zu sagen, wenn wir die Fans dann dabei behalten wollen, dann müssen wir auch irgendwie dann eine Wiederholung machen oder sowas. Sei es jetzt von der neuesten Staffel jetzt oder halt nochmal alle Folgen. Das muss man dann mal sehen. Aber auf jeden Fall, ne, finde ich das eine sehr starke Meldung. Und vielleicht zu Magic Kaito nochmal. Es ist auch eine eigenständig produzierte Serie, die auf dem Manga basiert und von einem eigenen Animationsstudio. Ich glaube, es ist A1 Pictures, also nicht vom Conan Studio. Ist also nochmal ein bisschen anders vom Animationsstil, aber wie ich finde, sehr gut gelungen. Lohnt sich auf jeden Fall dann da auch nochmal reinzuschauen. Und ja, bin gespannt, was die Zukunft bringt. Vielleicht könnte man ja auch die Filme in 20-minütige Episoden unterteilen. Stopp. Das reicht. Ja. Ja, bisschen unwahrscheinlich. Die wurden ja jetzt erst ausgestrahlt. Genau, die laufen ja noch tatsächlich. Jeden Freitag 20.15 Uhr ein neuer Film. Ja, man weiß weiterhin nicht, wie viele Filme kommen. Eventuell ja sogar der 21. Das werden wir dann sehen. Ja, aber auch da setzt Pussymax weiterhin auf Detektiv Conan und ist damit stark dabei. Film 21 ist wohl erstmal nicht geplant. Denn die Programmplanung zeigt aktuell, dass in der Woche nach Film 20 das Verschwinden des Conan in Ogawara nochmal kommt. Und in der darauffolgenden Woche ein anderer Anime-Film. Und danach ist Karfreitag. Gut, dann machen wir weiter mit einer weiteren Meldung. Und zwar zu Detektiv Conan DVD-Box 8. Wir hatten ja lange gerätselt nach der 7. DVD-Box, wann denn wohl die 8. erscheinen wird, weil es da bisher keinen offiziellen Termin gibt. Jetzt wurde bekannt, 31. Mai 2019 ist die 8. DVD-Box am Start. Wieder mit ein paar Folgen und es werden bei jeder DVD-Box weniger Folgen. Das ist die traurige Erkenntnis. Aber es gibt eine 8. DVD-Box, also wenn ihr die 7 schon bei euch stehen habt oder nach und nach jetzt am Aufholen seid, dann könnt ihr euch die 8. DVD-Box auch sichern. Könnt ihr gerne bei uns über unseren Amazon-Link bestellen, dann fallen auch ein paar Cents für unsere ehrenamtliche Arbeit hier ab. Ja, genau. Und apropos aufgeholt, denn inzwischen hat Anime On Demand auch mit der 7. DVD-Box aufgeholt, denn sie haben jetzt Folge 206, Mord in der ersten Reihe Teil 2, veröffentlicht, was eben die letzte Folge auf DVD-Box 7 ist, und damit haben sie gleichzeitig auch angekündigt, dass die Veröffentlichung alter Detective Conan-Folgen erstmal gestoppt wird auf Anime On Demand, eben aus diesem Grund. Sie haben jetzt mit dem Anime On Demand-Katalog den Disc-Release eingeholt von Kase und deswegen wird jetzt gewartet, bis die DVD-Box 8 erschienen ist, bevor man auf Anime On Demand neue Folgen zeigt, also neue alte Folgen veröffentlicht. Ja. Einmal in der Woche ist noch nicht bekannt, wann sie damit anfangen, ob sie jetzt sofort sagen, okay, sobald die Box draußen ist, in der Woche fangen wir gleich wieder an, oder ob sie sagen, ja, wir geben den Leuten erstmal irgendwie einen Monat Zeit, damit die sich die DVD-Box kaufen, bevor wir wieder anfangen. Weiß man auch nicht, aber auf jeden Fall vor Mai 2019 auf gar keinen Fall neue alte Folgen bei Anime On Demand. Ein kleines bisschen schade, aber macht eigentlich sehr viel Sinn für die Veröffentlichungsstrategie von Kase. Ja, das denke ich auch, ja. Das auf jeden Fall. Aber vielleicht fangen sie ja auch kurz vor dem Veröffentlichung des Disc-Releases an, weil ich erinnere mich, sie hatten es bei dem Episode 1 Special oder bei dem Verschwinden von Conan Edogawa. Irgendwo hatten sie es, glaube ich, eine Woche vorher auf Anime On Demand schon gezeigt und eine Woche später startete der Disc-Verkauf dann. Ich glaube, das haben sie auch bei Film 20 tatsächlich. Das kann auch sein. Bei ein oder zwei Filmen in den letzten Jahren haben sie das auch mal so gemacht, dass Anime On Demand schon irgendwie in der Woche davor. Manchmal war das so, der Disc-Release war dann Montag und die haben das schon auf Anime On Demand am Freitag rausgebracht. Und ist ja auch nicht verkehrt, ja. Nö, das kann man gut durchaus machen. Ja, was ich noch anmerken wollte, weil du das eben so in einem Nebensatz gesagt hattest, was ich nicht so gut finde, ist, dass tatsächlich die Folgen auf den DVD-Boxen immer weniger werden. Gleichzeitig natürlich lässt man es bei dem Preis von ungefähr 49,99 ist das im Handel zu haben. Ich glaube, UVP liegt natürlich ein bisschen höher, aber ja, finde ich sehr schade, dass man sagt, man packt da immer weniger Folgen drauf, ne, für den gleichen Preis.
hat der Fan natürlich, ja, muss er öfter in die Tasche greifen, um sich da die Folgen zu vervollständigen. Also auf der ersten Box waren, glaube ich, noch 34 Episoden drauf, jetzt sind es, glaube ich, nicht mehr 25. Ja, 24 sind es jetzt. Also ja, genau, ne, das ist natürlich ja, schon ein bedeutender Unterschied, ne? Weil damals hat man schon gesagt, naja, der Preis ist schon ganz schön happig, ne, für 34 Folgen, es ist nicht die japanische Tonspur dabei und jetzt ja, nimmt man noch ein paar Folgen raus und reduziert das noch ein bisschen. Finde ich schon dreist, dann auch noch immer bei demselben Preis zu bleiben. Ja, finde ich eigentlich wirklich nicht in Ordnung und ist ziemlich schade, dass man das so gestaltet. Wobei man dazu sagen muss, dass wir mit Detective Conan da schon immer ein bisschen glücklich waren, also beziehungsweise wir haben schon immer ein bisschen über Kasee-Standard gelebt, weil tatsächlich, wenn man sich die anderen DVD-Boxen von anderen Serien anguckt, ich weiß, das ist kein, das ist eigentlich, sollte das kein Argument sein, aber wenn man sich das mal so anguckt, zum Beispiel, ich habe jetzt mal als Beispiel Inuyasha aufgerufen, auch heutzutage noch irgendwie, die Inuyasha DVD-Box irgendwie aktuell veröffentlicht vor einem Monat, 26 Folgen, 60 Euro. Und das war auch damals bei der ersten DVD-Box so, da hat man sich mal irgendwie One Piece oder so angeguckt und die hatten irgendwie 10 Folgen weniger, aber trotzdem gleichen Preis für die DVD-Box. Also ich befürchte, wir waren bei Conan einfach nur durch den Backlog mit Überschuss gesegnet, was Kasee raufgepackt hat und dass wir jetzt leider eher so den üblichen Kasee-Standard langsam erreichen. Was irgendwie ungeil ist, wenn man das vorher anders gewöhnt war, aber ich finde es halt auch schrecklich, so eine Box ist ja schon relativ dick und jetzt haben wir mittlerweile 8 Boxen, da muss man sich ja fast ein eigenes Regal dafür kaufen. Wenn man auch nochmal betrachtet, dass wir jetzt mit 230 Folgen dann ja gerade mal so, naja, knapp über der Hälfte sind. Also wenn wir alle Folgen der aktuell 5 verfügbaren Staffeln bekommen, dann sind wir bei, naja, 16 Boxen am Ende, wenn es nicht noch weniger wird. Also 16 Boxen kann ich mal, würde ich mal so ungefähr schätzen. Und das nimmt ja enorm viel Platz ein. Also, krass. Ja, definitiv. Also, das habe ich bei mir auch das Problem. Also, ich habe einige von den DVD-Boxen, wo sagen, aber jetzt durch diesen Preis und dass das so ein bisschen nachgelassen hat, überlege ich mir, ob ich jetzt weiter die Boxen hole. Aber ja, nimmt natürlich viel Platz weg und wenn das so weitergeht, hört das nicht auf. Und nochmal zu dem Vergleich, den Lasse eben mit Inuyasha gebracht hat, das sehe ich so ein bisschen anders, weil bei Inuyasha ist das ja, ist eine Serie, die zwar auch viele Folgen hat, aber da wusste man genau, okay, bei, weiß nicht, Episode, also er hat eine wesentlich geringere Gesamtepisodenanzahl als jetzt zum Beispiel Detektiv Conan. Das trifft jetzt so bei Inuyasha zu, deswegen ist da mit dem Preis noch ein bisschen anders. Du hast natürlich recht, bei One Piece oder solchen Serien oder Naruto von anderen Publishern ist es natürlich ähnlich mit dieser Preisgestaltung und dass wir da schon am Anfang ein bisschen verwöhnt waren, aber das dann so einfach sang- und klanglos bei Kasee dann natürlich umzustellen, ist natürlich auch nicht schön, wenn man schon die ersten Boxen dann gekauft hat. In der Hoffnung, dass es so schnell weitergeht mit den Veröffentlichen der Episoden. Also, wenn ihr euch die DVD-Boxen tatsächlich zulegen wollt, kann ich empfehlen, auf so eine 3 für 2 oder 2 für 3, wie auch immer, Aktion zu warten, die es ja häufiger bei großen Händlern gibt. Einfach mal die Augen und Ohren offen halten und dann kriegt man einfach 3 Boxen zum Preis für 2. Das finde ich noch relativ fair. Dann zahlt man, naja, 100 Euro knapp und hat dann 3 Boxen bei sich stehen. Ja. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ah, ja, Olli, sehr gut. Hast du meinen Rat Folge geleistet? Ja, genau. Habe ich noch im einen Cast erwähnt, dass ich noch keine Box gekauft habe. Bin ich nun inzwischen Besitzer aller Boxen und. Und eines neuen Regals, wie ich merke. Ja, genau. Das war tatsächlich auch so ein Argument, aber solange man noch irgendwo Platz findet, dann kauft man sich das halt, seine Lieblingsserie. Und Conan ist auch so eine Serie, die kann man immer wieder gucken und deswegen war das auch so das Argument. Ja, was das mit den Episoden und dem Preis angeht, ja, habt ihr eigentlich alles schon gesagt. Ich persönlich finde es auch schade. Hab vielleicht noch so ein, also keine Ahnung, ob es realisierbar wird. Vielleicht, dass es vielleicht irgendwie noch so ein Special oder so ein Synchronisations-Special, wie es auf anderen Serien teilweise mal mit dabei ist, dass da vielleicht noch irgendwie was mit reingepackt wird, wenn es weniger Episoden werden. Auf der anderen Seite haben wir wirklich Lasses Argument mit den anderen Boxen und es gibt auch das krasse Negativbeispiel dazu, wo man eine DVD-Box oder Blu-ray hat, da sind 4 oder 6 Episoden drauf und dann zahlt man da auch um die 40 Euro oder so für. Also gibt es in unserer, ja,
Veröffentlichungssituation auch. Also, also Gintermeister ist sicherlich so ein Beispiel, ne? Das ist auch eine langlaufende Serie und da hat man dann auch, ich weiß nicht, 12 Folgen oder so draufgepackt und hat es auch für 70 Euro verkauft oder 14 Folgen, also relativ wenig, ne? Also ja, ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert mit den Preisen. Ja, natürlich, es kostet natürlich auch enorm viel, ne, mit den ganzen Lizenzen und Synchronisation und Jobs, die dahinter stehen, aber ja, man muss sich halt immer überlegen, ob einem es das wert ist. Und ja, gerade bei Conan am Anfang fand ich, das war noch sehr vertretbar mit den vielen Episoden, die wir dabei haben. Wie es sich dann in Zukunft entwickelt, ja, muss man mal schauen. Gut, dann haben wir noch eine Meldung zum 22. Detektiv Conan-Film Zero, der Vollstrecker. Da hatten wir letztes Mal schon darüber gesprochen, dass er ins Kino kommt oder darüber gegrübelt, wie auch immer. Jetzt haben wir einen konkreten Termin und diesen Termin, den weiß Johannes. Und ich weiß ihn auch, aber Johannes verrät ihn euch. Was? Ich weiß den. Ich weiß ihn wirklich nicht. Ich meine, es war im Juni. 22. Juni. 25. Juni 2019 im 25. Rahmen der Kasi Anime Nights. Herr Johannes geht schon am 22. hin. Ja. Ja. Am 22. Juni kommt 25, dachte ich. Oh, mit der Organisation? Achso, gut. Genau, und zwar wurde im Rahmen eines Kasi Newsletters bekannt gegeben, dass der 22. Film am 25. Juni in die Kinos kommt. Eine vollständige Liste dazu, ich weiß nicht, ob sie schon gibt auf der KZ-Website oder die wird noch nachgereicht. Es sollten aber wahrscheinlich die gleichen Kinos sein, die auch die anderen KZ-Anime-Nights bisher ausgestrahlt haben oder teilgenommen haben. Ja, genau, es wird in der deutschen Synchronfassung erscheinen und bekannt gegeben wurde zusätzlich noch, dass der Film auch im Laufe des Jahres auf DVD und Blu-ray erscheinen wird. Ich denke mal, da kann man wieder mit Oktober, November rechnen. Wenn sie schon so einen unkonkreten Termin nennen, wird es wahrscheinlich wieder Ende des Jahres sein, entsprechend. Ja, also könnt ihr euch ein rotes Kreuz im Kalender machen, 25. Juni 2019, ein Dienstag, ja ein Dienstag, weil jede Kasi-Anime-Night immer an einem Dienstag stattfindet. Ich habe da schon zahlreiche Kommentare gelesen von wegen, wieso wieder Dienstag, nee, nicht wieso wieder Dienstag, wieso diesmal ein Dienstag, was soll das? Ja, die Kasi Anime Night ist immer dienstags, also wird es auch diesmal keine Ausnahme geben. Ich glaube, die anderen Conan-Filme und Specials, die bisher gezeigt wurden, waren auch am Dienstag, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also, ja, 25. Juni 2019, rot im Kalender markieren. Film 22, Zero, der Vollstrecker, kommt in alle teilnehmenden Kinos. Rund über 150 Kinos nehmen teil. Über 200 sogar, steht auf der Kasi-Website. Ja, noch besser, wir haben 150 bei uns stehen, wir stapeln tief. Ja. Ja, ist mit Österreich wahrscheinlich noch dazu und ja. Ich glaube, wenn Kase versuchen würde, für die Anime Nights an einem Wochenendtag, an einem Abend, da irgendwelche Kinosäle zu buchen und da ein Event so abzuhalten, dann würden sie sich dumm und dämlich zahlen, glaube ich. Also dann sind die Anime Nights bald Geschichte. Ja. Ja, man könnte eventuell überlegen, also wie gesagt, wenn jetzt der Dienstag ein schlechter Tag wäre, wo ich keine Ahnung von habe, ob man es an einem Mittwoch oder Donnerstag zeigt, also keine Ahnung, sie haben sich wahrscheinlich einfach auf Dienstag geeinigt. Ja, macht das einen großen Unterschied für den Durchschnittszuschauer? Ich meine, das ist, wird ja eh mal abends gezeigt und ich meine, dann ist man ja aus der Schule oder aus der Arbeit schon draußen und ob man das jetzt an einem Dienstagabend guckt oder an einem Mittwoch, ich meine, irgendwann passt einem ja, irgendwer hat immer irgendwas gegen den Termin, denke ich mal. Ja, das stimmt allerdings. Ja, also Donnerstag ist ja sowieso der allgemeine Kinotag, wo die neuen Filme immer anlaufen. Da dann noch so eine Anime-Night zu veranstalten, ist auch eher ungünstig, wenn man eher eine Nische abgreifen möchte. Ich denke, Dienstag ist da schon ein recht guter Termin, auf den man sich geeinigt hat. Ich weiß gar nicht wann, aber bei KSM, die Digimon-Filme, die liefen doch auch am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die waren, glaube ich, immer am Sonntag. Sonntag oder Samstag. Also, das war es geht auch, aber ja, muss man halt sehen. Also die Anime Nights sind halt immer am Dienstag. Also ich will jetzt auch keine große Dienstagsdebatte hier aufmachen. Die halten wir am Dienstag ab. Ja, gut. Aber ist heute nicht Dienstag? Nein, heute ist Sonntag, wenn der Podcast erscheint, Olli. Ach so, dann hört ihn am besten am Dienstag an, dann kommt hier noch das exklusive Special. Genau, nur dienstags kann man diesen geheimen Track hier hören, ja. Das ist wie bei der Conan CD damals, wenn man die auf dem Sony-Player abgespielt hat. Ja, ich erinnere mich an was. Ja, genau. Film 22, Zero, der Vollstrecker, der erfolgreichste Conan-Film aller Zeiten bisher. Bis jetzt.
Genau, in den deutschen Kinos, 25. Juni 2019. Machen wir weiter. Auf Deutsch, ja. Auf Deutsch, genau, ganz wichtig, auf Deutsch. Nicht OMU, sondern deutsche Synchronisation. Machen wir weiter mit dem deutschen Manga. Da haben wir auch eine Meldung und natürlich die obligatorischen Kapitel für euch. Einmal haben wir zur Double Face Edition, die am 4. April in den Handel kommt, einmal das finale Cover für euch und die Inhaltsangabe. Das Cover können wir hier leider nicht erklärend beschreiben. Guckt's euch an auf unserer Website connews.org und die Inhaltsangabe, lesen wir sie vor. Wir lesen sie mal vor, ich lese sie mal vor. Nicht jeder ist der, der er vorgibt zu sein. Von den Bösewichten bis hin zu unserem kleinen Lieblingsdetektiv selbst. Wie bei guten Krimis üblich finden sich in Detektiv Conan haufenweise doppelte Identitäten. Dieser Sammelband widmet sich genau diesen Fällen, in denen die Protagonisten ein verzwicktes Spiel mit ihrem wahren Ich treiben. Ha. Genau. 4. April, kaufen, Bild, Cover jetzt schon angucken. Genau, machen wir auch einen gesonderten Themenpodcast dazu und fassen alles zusammen, ob es sich lohnt, ob es sich nicht lohnt. Genau, 6 Euro wie gehabt. Jo, dann machen wir weiter mit den Detective Conan Weekly Kapiteln, wo es ja wieder einige Verzögerungen gab und darüber aufregen darf sich Lasse. Ja, denn bei Kapitel 1027 gab es eine Materiallieferungsverzögerung. Hat man leider auch erst erfahren, als es schon zu spät war, aber gut. Dann an der nächsten Woche kamen dann 2 Kapitel raus, das war alles gut. Und jetzt 1029 ist, stand jetzt von unserer Aufnahme noch nicht erschienen, obwohl es schon durchaus hätte erscheinen können oder sollen. Naja. Es genau, also wenn ihr euch wundert, warum ein Kapitel nicht da ist, mal bei conanforum.org reinschauen, da wird auch fleißig darüber diskutiert, wann sich was verschoben hat und eventuell auch warum. Ja, man weiß es immer nicht so genau, das ist leider die traurige Realität momentan. Ja, ist ja alles gut. Das ist, Detective Conan Weekly ist ein tolles Projekt und darüber sollte auch fleißig diskutiert werden. Springen wir rein in die Kapitel, die uns Weekly dieses Mal bringt. Es ist ein etwas längerer Fall, von dem jetzt die ersten 3 Kapitel von geplanten sind 5. Also jetzt, wo Bushi Aoyama von der Redaktion von Shonen Sunday genug Zeit bekommt, längere Fälle so zu machen, ohne dass seine Gesundheit in den Arsch geht, macht er das jetzt auch immer. Ja. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich für Japan. Wieder ein längerer Fall und es geht diesmal darum, Kogoro wird eingeladen oder beziehungsweise kriegt einen Auftrag. Er soll in die Berge von Nagano fahren, eine alte Kirche, wo sich ein alter Freund von dem Auftraggeber erhängt hat, namens Taisen Ichihara. Und unter seiner Leiche fand sich ein Papier mit ganz vielen japanischen Schriftzeichen drauf in einem Kästchenraster und in dem Raster sind noch ein paar Schriftzeichen speziell umrandet und der sagt, ja, ich habe Zweifel an den Selbstmord und so und hey, kommen Sie doch her und dann gucken wir uns das an und dann lösen wir den Code und vielleicht finden wir dann die Wahrheit raus mit dem Selbstmord oder vielleicht war es kein Selbstmord. Allerdings muss Kogoro mit einer Vierergruppe anreisen, also er plus 3 weitere. Das macht er auch, Conan ist natürlich dabei, weil er hat niemand anders. Und Ran und Sonoko, doch Sonoko wird krank und Ran sagt dann, ich kann meine Freundin hier nicht alleine lassen. Und stattdessen, wie sich halt so ergibt, kommen dann Toru Amuro und Kanenori Wakita mit. Als Kogoros Schüler bietet sich das natürlich auch ein kleines bisschen an. Und die fahren dann erstmal mit dem Zug nach Nagano, wo sie sich darüber unterhalten, dass Kogoro beim Kartenspiel so gut ist, weil er immer genau weiß, welche Karten er ziehen muss, die Nieten sind. Das heißt, er weiß, welche er vermeiden muss. Woraufhin Amo sagt, dass es doch besser wäre, wenn man die Gewinnerkarten sofort erkennen würde und nicht die Verliererkarten. Doch Wakita sagt, hey, ich würde schon gerne die Verliererkarten erkennen, dann könnte ich nämlich auch die elenden Verräter, die mich übers Ohr hauen wollen, identifizieren. Nämlich Fischhändler, die ihm alten Fisch zum hohen Preis andrehen wollen. Das meinte er, nichts anderes natürlich. Nein. Zwinker. Sein Auge ist übrigens immer noch verletzt. Er es war schon fast abgeheilt mit seinem Pickel, der da an dem Augenlid entfernt werden musste. Doch dann hat es gejuckt und hat es gekratzt und jetzt ist es schlimmer und da musste seine Augenbinde noch ein bisschen weitertragen. Will er Kogoro auch zeigen, doch Kogoro sagt, nee, danke. Sie kommen also in die Berge von Nagano an, in eine alte, verlassene Kirche und treffen dort auf eine 5er-Freundesgruppe, die
sich dort zusammengefunden haben, weil jeder von ihnen den anderen angeschrieben hat. Dann sagt halt der eine, hey, du hast mich doch eingeladen. Nee, der andere hat mich eingeladen. Der sagt, nee, noch ein anderer hat mich eingeladen. Und am Ende zeigen sie alle auf sich selbst. Also der wahre Einlader hat sich versteckt gehalten innerhalb der Gruppe. Und wie sich rausstellt, derjenige, der Kogoro eingeladen hat, ist das Selbstmordopfer. Und alle, die in der Freundesgruppe waren, waren mit ihm befreundet. Und jetzt sind sie alle auf mysteriöse Weise in dieser Kirche angekommen. Es kommt, wie es kommen muss. Der Parkplatz, der an einer Schlucht platziert war, bricht zusammen und alle Autos fallen in die Schlucht. Eine Lawine verschüttet den Tunnel, durch den man gekommen ist. Das heißt, sind da abgeschnitten. Kogoro kontaktiert die Polizei von Nagano, bestehend natürlich vor allem aus den Leuten, die er kennt, nämlich Kansuke, Yui und Komei. Die sagen, Komei schnauzt natürlich nie jemanden an, Kansuke schnauzt Kogoro an, hey, sind sie eigentlich vollkommen bescheuert, inmitten von nirgendwo zu fahren, mit einer Neunergruppe, bei einem Schneesturm, das seit 4 Tagen schon angekündigt ist, in einer gottverlassenen Einöde, können wir sie leider nicht retten. Unsere Räumfahrzeuge sind für andere Sachen, wo tatsächlich lebenswichtige Wohngebiete oder sowas verschüttet sind, im Einsatz und können hier nicht einen Tunnel, der nur zu einer alten, verlassenen Kirche führt, rausholen. Woraufhin Kokoro die sehr, sehr ironische Bemerkung macht, die Polizei von Nagano ist echt nutzlos. Uff. Also, hui. Naja. Yui ist natürlich die Positive und sagt, halten Sie einfach bis morgen durch. Yo. Und deswegen muss die Gruppe die Nacht in der Kirche verbringen. Pech. Als Kansuke das Gespräch beendet hat, riecht Komei jedoch was. Er sagt nämlich, hier so bei der Lawine, irgendwie riecht sie ein bisschen nach Sprengstoff. War die Lawine vielleicht nicht, also doch, nicht nur Zufall? In der Kirche unterdessen finden sich noch weitere Rätselcodes, denn es findet sich eine Nachricht von demjenigen, der alle hergelockt hat, der sagt, hey, weiterhin unter dem Namen des Selbstmordopfers schreibt, wenn ihr hier Worte für eure Trauerbekundung für mich sammeln wollt, dann geht doch jeder einzeln in die verschiedenen Räume der Kirche und dann könnt ihr die dort finden. Um zu entscheiden, wer wohin geht, lassen sich die Leute aus der Gruppe ein Losverfahren einfallen, was ganz einfach ist. Man schreibt neuen Namen auf den Zettel, zerreißt den Zettel in die entsprechenden Teile, packt das alles in eine Taschenbuchbox und zieht dann losverfahrensmäßig, damit jeder irgendwo hingehen kann. Doch es kommt, wie es kommen muss, nachdem alle wieder in der Kapelle sind und alle weitere Rätselcodes gesammelt haben, die genauso sind wie der Kuro bekommen hat, alles sehr mysteriös, kommt einer natürlich nicht zurück und der wird dann in der Toilette tot aufgefunden mit einem Armbrustbolzen in der Stirn. Daraufhin gibt sich Kuro als Meisterdetektiv zu erkennen, wird von Wakita auch als solcher vorgestellt. Wakita ist in diesem Fall übrigens sehr, sehr lustig. Das kann ich natürlich jetzt nicht im Einzelnen immer begründen, was ihn jetzt lustig macht, aber lest euch mal die Kapitel durch und dann kriegt ihr vielleicht noch einen besseren Eindruck, wie der Wakita so drauf ist als bisher in seinem Intro in Band 92. Und sie telefonieren auch weiter mit der Polizei. Die Kansuke ist natürlich so, was zum Teufel machen sie da eigentlich, Herr Mori? Hat überhaupt keinen Bock auf Kogoro. Nichtsdestotrotz schildert Kogoro ihnen die Situation, schickt ihm noch ein Video und Komei bemerkt dabei, oh Moment, dieser blondhaarige Mann bei Kogoro, den kenne ich doch irgendwoher. Wenn man sich daran erinnert, aus vorherigen Weeklies oder auch aus den Besprechungen hier, Komeis Bruder war Scotch und Scotch war als Kind mit Amuro befreundet und ja. Und die Ermittlungen gehen daraufhin in der Kirche so ein bisschen alleine weiter, weil die Polizei kommt halt auch immer noch nicht hin. Jedenfalls sagt Kogoro dann, ja, keine Ahnung, ob das jetzt einer von euch war, der Täter ist von der Freundesgruppe oder ob sich hier jemand versteckt hält, wissen wir alles nicht. Deswegen sollten wir auf jeden Fall Gruppen bilden, sagt Amuro. Wir bilden Zweierpärchen, und da geht man nur noch zu zweit hier in der Kirche rum, wenn man irgendwie aufs Klo muss oder so, damit alle schön sicher sind. Ein Paar bilden unter anderem Amuro und Conan und deswegen gehen die zusammen alleine nochmal zum Tatort hin und untersuchen diesen. Wobei sie feststellen,
Das Losverfahren war eigentlich nicht verdächtig, aber wenn ein anderer als das Mordopfer hingegangen wäre, dann wäre die Mordmethode nicht erfolgreich gewesen. Das heißt, wahrscheinlich war es doch irgendwie kein purer Zufall. Außerdem fragt Con Amore noch so eine unwichtige Sache. Er fragt ihn, ob er irgendeinen Typen namens Rum kennt. Ganz nebenbei quasi. Woraufhin Amuro ein bisschen abwiegelt. Er sagt, wenn ich jetzt sage, ich kenne Rum, dann untersuchst du jeden in meiner Gegenwart. Wenn ich sage, ich kenne ihn nicht, dann bist du übermäßig vorsichtig über jeden, der in Zukunft mit mir oder dir redet. Das heißt, das sind beide Optionen, finde ich nicht gut. Das heißt, ich sage dir einfach gar nichts. Außer einen kleinen Hinweis, Rum ist ungeduldig. Ja. Wie schön. Ungeduldig und noch viele andere Sachen sind rum. Unterdessen, während Con und Amuro diese völlig unwichtige Unterhaltung führen am ersten Tatort, hören die anderen Gruppen ein komisches Geräusch von draußen und sagen, ist da vielleicht jemand? Ja, aber es könnte auch der Wind sein, aber eine Zweiergruppe sollte man nachsehen. Natürlich nicht alle, weil keiner hat Bock, da rauszugehen. Also sagen sie, nein, nur eine Zweiergruppe geht. Und um zu entscheiden, welche Zweiergruppe geht, machen sie ein weiteres Losverfahren. Denn sie haben ganz viele Pfefferminz-Dragees in ganz vielen Boxen. Und sie bereiten dann drei Boxen vor, zwei sind leer und eine sind Dragees. Und die Gruppe, die die Boxen mit den Dragees auswählt, muss gehen. Und dann geht natürlich nicht die Gruppe, die aus Wakita und Kokoro besteht, sondern zwei von den Fallcharakteren gehen. Kurze Zeit später kommt Con Amuro wieder, die Gruppe ist noch nicht wieder da. Einer von beiden kommt zurück, sagt, hey, hat jemand von euch meinem Kumpel, der mit mir dabei war, eine E-Mail geschrieben? Oder beziehungsweise eine Handynachricht? Dann sagen sie wieder nein. Er hat eine bekommen und ist dann weggerannt zu dem Badezimmer und es ertönt ein Schrei. Der Mann ist tot, vergiftet Zyankali, doch es war nicht in seinem Wasser. Und neben ihm liegt ein weiterer Rätselcode. Ist diese Mordserie noch nicht vorbei, fragt sich Con. Ja, auf keinen Fall, denn wir haben nur ein paar Kapitelserie. Ja, genau. Die Kapitelserie ist noch nicht vorbei. Ein weiterer Mord wird es wahrscheinlich nicht geben, weil wir haben jetzt noch ein Kapitel Ermittlung und dann die Auflösung. Also würde ich mal sagen, es gibt noch einen verhinderten Mord im finalen Kapitel plus Auflösung. Und das wird es dann sein, ja. Wie es weitergeht mit was Wakita noch so alles macht, was noch irgendwie warum zu erfahren ist und ob Komei sich am Ende noch mit Amuro trifft und da irgendwas passiert, das bleibt alles abzuwarten. Bisher machen diese Kapitel auf jeden Fall sehr viel Spaß, finde ich. Die Interaktionen zwischen Kokoro und Wakita sind teilweise ziemlich spaßig und auch Wakita mit allen eigentlich. Er ist so ein bisschen, er wurde ja auch schon in seinem Intro-Fall als ein bisschen exzentrischer Spaßvogel manchmal dargestellt. Das behält er hier auch bei, auch wenn er so im Anfangskapitel einfällt, einen Moment so, wo man sich so denkt, ah ja, er ist ja auch noch ein Unverdächtiger, hatte ich fast vergessen, er trägt ja nur eine Augenklappe. Auf jeden Fall, ich finde, diese Kapitel machen aktuell sehr viel Spaß und ich freue mich auf die Auflösung. Ja, also mir gefallen die Kapitel bislang auch sehr gut. Was ich interessant fand, ist quasi, dass ja bisher, ich weiß es gar nicht, ob, wie gesagt, ich kenne aktuell noch nicht den kompletten Stand, ob überhaupt sich bislang schon mal mit diesem Code beschäftigt wurde, diese Katakana-Zeichen, ob da schon mal irgendwie was angestellt wurde an Überlegungen, was es denn heißen könnte. Ich hatte mir gedacht beim ersten Mal, ja, sieht so Sudoku-mäßig aus, ob man nicht da irgendwie was ordnen muss und dann ergeben die Silben irgendwelche Worte oder sowas. Könnte interessant werden, wenn sie dann da mal anfangen, das rauszufinden. Und ja, wie gesagt, ansonsten, ja, sehr interessant das Szenario quasi, die verschiedenen Punkte, die zusammentreffen. Schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Ja, würde ich mich anschließen. Ist auf jeden Fall interessant, dass Kome und Zero, dass das hier irgendwie jetzt mal beginnt, sich vielleicht in eine Richtung zu entwickeln. Und auch das Pairing an sich, wie sich das entwickelt hat, dass Wakita, Bourbon, Kogoro und Conan da irgendwie hingefahren sind. Das finde ich irgendwie ganz lustig, dieses Pairing, dass Ranmal nicht dabei ist. Dass es halt so sehr ungewöhnlich ist. Hat mir ganz gut gefallen und das tut, glaube ich, der Dynamik des Falls ganz gut. Und ich freue mich auf die nächsten Kapitel dazu.
Gut, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir ein paar Sachen zu Film 23, der ja am 12. April in japanischen Kinos kommt. Einmal wurden die Gastrollen und Gastsprecher vorgestellt und wir haben einen finalen Trailer und die Informationen dazu hat Lasse. Richtig, jeder Film hat ja Gastsprecher, auch wenn man das manchmal nicht so sehr mitkriegt, vielleicht im Deutschen. Film 20 damals zum Beispiel hatte Kurosawa natürlich eine Gastsprecherin zum Beispiel. Film 19 mit Charlie zum Beispiel. Und dementsprechend auch Film 22 zwei Charaktere, die jetzt bereits vorgestellt wurden. Einmal Leon Law oder Rion Ro, keine Ahnung, wie man das da am Ende romanisiert, aus den Katakana. Der wird von Ikusaburo Yamazaki gesprochen. Und seine Sekretärin Rachel Cheong, die von Mayuhu Kiwakita gesprochen wird. Das Interessante daran ist eigentlich nicht unbedingt die Sprecher, weil das sind halt Schauspieler, Sprecher, die sind nicht so bekannt, aber deswegen sind sie auch für die Gastrollen zuständig. Große Sprecher besetzt man ja eher auf wiederkehrende Rollen. Manchmal sind es auch einfach Schauspieler, die nicht so, die eigentlich sonst nicht Anime machen und sich dann mal mit so einem großen Franchise wie Conan da ein bisschen versuchen. Das Interessanteste ist aber dabei, dass diese Charaktere als Charaktere, die in Singapur leben und spielen, dass die auch viel Englisch sprechen werden. Und tatsächlich Mayuko Kiwakita, die Rachel sprechen wird, ist tatsächlich in New York geboren worden und hat dort gelebt, bis sie 16 war. Und der andere Sprecher, Yamazaki, hat mal ein Jahr Auslandssemester in den USA gemacht. Das heißt, die haben Englischerfahrung und die brauchen sie wohl auch, weil laut den Internetveröffentlichungen wird ein signifikanter Teil ihres Dialogs in Englisch verfasst sein. Das heißt, zum ersten Mal seit Film 18 haben wir wieder große Anteile an der englischen Sprache in den Filmen. Bei Film 18 haben sie damit ja für Anime-Verhältnisse und auch sonst eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht mit dem englischen Dialog. Und ich hoffe, dass das in Film 23 dann auch so sein wird und die Sprecher das gut abliefern können. Den Sprecher Ikusaburo Yamazaki hat man auch kurz gehört schon, denn im finalen Trailer kam seine Rolle kurz vor, wo er sagt, dass Kaito Kid natürlich für ihn kein Problem sein wird, denn er ist Meisterdetektiv und Kriminalpsychologe, inzwischen allerdings Geschäftsmann und Unternehmensberater, also ein zwielichtiges Arschloch, der vermutlich am Ende der wahre Täter ist. Spoiler. Die Wortwahl hier heute, ja. Ansonsten im finalen Trailer das übliche, viel Action, diesmal mit einem Raketenwerfer, weiterhin die Pool-Szene zwischen Shinichi und Ran. Shinichi, seht ihr jetzt nicht in Anführungszeichen, denn in einer anderen Szene sehen wir Conan in Anführungszeichen, denn es ist ja Arthur Hirai, Zwinker, und Shinichi gemeinsam mit Ran und so in einem Tresorraum. Das heißt, ja, Kid wird sich wieder als Shinichi verkleiden. Ja, vielleicht hat sich auch Ai als Conan verkleidet. Ja. Ai sehen wir im Trailer auch, die ist in Tokio geblieben. Okay. Vielleicht fährt die noch nach. So ein Film ist lang. Ja, Film ist lang, genau. Film ist lang, genau. Ja, und ansonsten ein üblicher Conan-Trailer, diesmal, was vielleicht noch ganz interessant ist, das Ending wird ja auch vorgestellt und das ist diesmal ein nicht so typisches J-Rock oder J-Pop Ending, sondern so ein bisschen wieder mit ein bisschen mehr Hip-Hop-Einflüsse, hier auch, hatten wir ja letztens mit Timeline auch schon mal im Anime-Opening. Und war ein bisschen andersartiges Filmending, was natürlich ein bisschen gut dazu passt, dass wir einen Film in Singapur haben. Das heißt, dann was nicht traditionell, auch wenn es weiterhin eine japanische Gruppe ist, nicht traditionell J-Rock oder J-Pop zu nehmen, ist doch eigentlich ganz nett. Auch wenn tatsächlich auf Twitter japanische Fans sich beschweren, dass es schon wieder nicht Mai Koraki oder Beast ist. Zum zweiten Mal in Folge. Die Trailer sind so, ich bin da ein bisschen skeptisch, einmal weil natürlich manche Szenen aus dem Trailer vielleicht dann doch nicht im fertigen Film drin sind. Das war, glaube ich, zuletzt bei Film 19 sehr
keine Ahnung, ob es 2019 war, aber es ist auf jeden Fall schon vorgekommen, deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Ansonsten viel Action, was man halt immer hat. Jetzt ist man Raketenwerfer, aber es gab auch trotzdem halt immer noch so ein paar Explosionen. Ja, ist halt mittlerweile, muss man sagen, ja, sehr standardmäßig der Trailer, was auch die Vorstellung, was man da zu erwarten hat, also die wurden da erfüllt, die ich mit dem Film hatte, mit dem Trailer hatte, und ja, jetzt müssen wir da mal schauen, was beim Film rauskommt. Ja, freue mich aber, das muss ich sagen, dass ein Kaito-Kid-Film ist, und ja, bin gespannt. Was ich noch sagen möchte, was ich auch wieder, jetzt kommt wieder typische Lassemeckerei, das CGI wird immer schlechter. Und es wird immer furchtbarer. Ich habe mich ja letztes Jahr beschwert bei dem Fußball von Film 22 im Klimax, wo Korn hochspringt im Trailer. Und diesmal mit einem Opening-Shot von diesem Trailer, wo eben an den Anfangsminuten ist, eine Kamerafahrt übers Meer, wo man auf dieses Marina Bay Sandsbecken zusteuert. Das Meer und die Schiffe, das ist alles CGI und es ist total hässlich. Und warum man so eine Kamerafahrt an den Anfang mit des Trailers stellt, ist für mich nicht verständlich. Ja, bist du nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist? Also auch da muss ich sagen, sind meine Erwartungen erfüllt worden, die dann halt nicht so hoch angesiedelt waren. Aber es ist mir auch aufgefallen, und es ist natürlich auch einigen Zuschauern aufgefallen, die das auch im Forum diskutiert haben und auf Discord. Ist schon sehr deutlich sehr schlechtes CGI, und da muss man sich natürlich fragen, hoffentlich kommt das nicht so im Film. Und hoffentlich ist das nur für den Trailer, wobei man dann natürlich auch sagen muss, na, warum macht man denn so ein schlechtes CGI für einen Trailer? Ja, da sind normalerweise die Qualitätsansprüche der japanischen Zuschauer doch eigentlich höher. Verstehe ich nicht, warum das da trotzdem immer gemacht wird und dass man damit durchkommt, in Anführungszeichen. Ja. Also ich fand den Trailer tatsächlich auch sehr nett. Ist einfach eine Erweiterung des kurzen Trailers oder Teasers, wie auch immer, den wir ja vorher schon gesehen hatten. Genau das gleiche in der Tradition der letzten beiden Kid-Filme wird auch dieser Film wahrscheinlich wieder spielen. Ja, genau. Kaito Kid als Shinichi verkleidet, Bomben, Kaito Kid versucht irgendwas zu stehlen, gibt's am Ende wahrscheinlich doch wieder zurück. Ja, genau so wird's wahrscheinlich ablaufen. In Einzelheiten wird man dann sehen, aber eine große Überraschung gab es jetzt nicht für mich. Einfach ein ganz normaler, unterhaltsamer Film wird es wahrscheinlich werden. Details müssen wir uns dann genauer anschauen. Ja, also ich bin auch gespannt auf den Film. Freue mich eigentlich über jeden Conan-Film. Von daher bin ich sehr glücklich, dass man da so ein bisschen reingucken konnte, was einen so erwartet, war jetzt, wie schon gehört, nichts Neues. Ich bin ja mal gespannt, wie der Kampf zwischen Makoto und Kid ausgehen wird. Gab ja schon mal im Manga so einen Versuch, den umzusetzen, ob es jetzt da im Film groß noch was anderes gibt oder ob es wieder in die gleiche Richtung steuert, mal sehen. Ja, ansonsten schauen wir mal, was so in Singapur uns erwartet, und ja, ich bin auch sehr schon auf die Gastrollen gespannt, die Lasse uns ja vorhin schon vorgestellt hat. Ja, dann noch kurz der Hinweis, dass der Film auch in Spanien zu sehen sein wird, und zwar schon in diesem Jahr am 8. November, während wir bei uns in diesem Jahr den 22. Film bekommen. Ja, legt man in Spanien schon einen vor und zeigt schon den 23. Film. Auch mit spanischer und katalanischer Synchronisation wird der Film zu sehen sein, also ja, fand ich sehr interessant. Da kann sich Kase noch eine kleine Scheibe von abschneiden. Wobei es auch nicht verkehrt ist, Film 22 dieses Jahr zu zeigen. Finde ich auch sensationell. Ja, wir hatten ja darüber diskutiert, welchen Film wir zu sehen bekommen, ob es tatsächlich schon 23 wird oder nicht. Und jetzt haben wir halt 22. Ist natürlich hinter diesem Hintergrund ganz spannend, dass die Spanier es dann doch geschafft haben, dieses Jahr noch Film 23 zu zeigen. Auch noch in spanisch-katalanischer Synchronisation, ne? Kann man natürlich sagen, Kase, das könnt ihr doch auch, oder? Das schaffen wir für Juni, denke ich mal, nicht mit Synchronisation. Da muss man sich schon ordentlich ins Zeug legen. Aber eine Möglichkeit im Laufe des Jahres wäre es ja allemal, muss man dann sehen. Also, ja, für die Anime-Night. Wäre auch nicht enttäuscht, wenn es nicht. Ja, für die Anime-Night ist ja noch nicht alles angekündigt, das Programm bis Ende des Jahres. Also zweimal Conan im Kino dieses Jahr, das wäre ja schon was. Das stimmt, das wäre es tatsächlich, ja. Gut, springen wir über zum Anime in Japan. Da haben wir wieder ein paar neue Episoden, die wir euch gerne vorstellen möchten. Wir beginnen mit Episoden 929, 930, ein Zweiteiler, Filler natürlich, die Frau, die am Fenster steht. Und diesen Fall wird uns Johannes vorstellen.
Ja, genau. Ein Anime-Original-Zweiteiler, der damit beginnt, dass Ayumi auf einer Straße entlang läuft und ja, nicht in der Lage ist, richtig zu laufen und deswegen hinfällt und sich dabei das Knie ein bisschen aufkratzt. Gar nicht so gravierend, aber sie wird dabei von einer Frau beobachtet, die dann sagt: Halt, Moment, greif dir nicht in die Wunde, warte doch mal einen Moment, ich versuche dir da versuch dann zu helfen, bietet die Hilfe an. Und nimmt Ayumi da kurzerhand mit zu sich nach Hause, weil sie wohl nur kurz um die Ecke wohnt. Und während Ayumi bei dieser Frau zu Hause ist, holt sie halt ihren Verbandskasten raus und versorgt dann die Wunde, macht das fachgerecht, dass sie halt die Wunde desinfiziert und ist sehr freundlich zu Ayumi, was sie ja dann auch positiv auffällt. Und ja, dann bleibt Ayumi noch ein bisschen bei der Frau zusammen in der Wohnung und die Frau geht dann. Ja, wie der Titel das schon ein bisschen verrät, ans Fenster, macht das Fenster auf und setzt sich dann dahin, um eine Zigarette zu rauchen und schaut da ein bisschen verträumt hinaus. Und während sie da rausschaut, beobachtet sie etwas und lässt noch einen Kommentar ab über einen Freund, der offensichtlich zurückgekehrt sei. Und Ayumi fragt, was sie denn gesehen hat. Und die Frau sagt: Ach, ich habe nichts Bestimmtes gesehen. Und ja, Ayumi war aber von dem Besuch sehr angetan und erzählt daher auch den Detective Boys davon. Also mit dabei sind natürlich Genta Mitsuhiko, aber auch Ai ist mit dabei, Conan natürlich. Und erzählt ihnen dann davon am nächsten Tag. Und sie sagen: Ja, komm, schauen wir uns die Frau doch mal an, wenn die so nett sein soll und auch so hübsch ist. Und dann begeben sich die halt auf den Weg dahin zu der Frau und sie ist wieder wie sonst auch wohl am Fenster und schaut dort hinaus und Conan bemerkt gleich: Ach, sie guckt aber ziemlich einsam und was Ai bestätigt, naja, oder sie wirkt sehr einsam. Und die Frau macht sich dann auf den Weg mit den Kindern, sie geht ins Fitnessstudio und sie sagt, das ist wichtig für ihre Arbeit, aber die Kinder fragen sie dann, was machst du denn beruflich oder was machen sie denn beruflich, aber darauf gibt sie keine richtige Antwort. Und dann begibt sie sich in das Fitnessstudio hinein, aber als sie dann die Kinder sich dann schon wegmachen, auf dem Weg zu gehen, erscheint ein Auto, das dann irgendwie durch die Straßen rast und dann gegen eine Hauswand knallt. Und dort erscheint dann die Frau wieder, kommt dann wieder aus diesem Fitnessstudio hinaus und schaut sich das an. Und unter den Schaulustigen befinden sich auch drei weitere Personen. Und Conan bemerkt, dass diese Frau, die sie kennengelernt haben, ziemlich böse oder sehr, ja, mustern, auf sie dreinblicken. Und also, ja, dann spricht Conan sie daher kurzerhand an und sie sagen dann, versuchen diesem Gespräch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen und machen sich schnell aus dem Staub. Und sie folgen denen ein bisschen, weil sie das, also die Detective Boys folgen den drei Leuten ein bisschen, weil sie das sehr merkwürdig fanden und sie wohnen zusammen in einem Apartment, also in einem Haus, in verschiedenen Apartments. Und dort angekommen, fragen sie die Detective Boys den Hausverwalter halt über die Person ein bisschen aus. Also das eine ist eine Sozialkritikerin, der andere ist ein Lehrer. Und das andere ist eine sehr höfliche junge Dame. Und die wirken aber alle irgendwie so ein bisschen, als hätten sie was zu verbergen. Und das macht die Detective Boys ein bisschen misstrauisch. Und was ihnen auch auffällt, ist, dass sie halt gegenüber von der Frau wohnen, die sie sonst immer am Fenster steht, die im Fitnessstudio noch ist. Und als sie dann nach Hause gehen, die Detective Boys, hören sie an der Kreuzung einen Schrei. Und es ist tatsächlich so passiert, dass die Frau, die am Fenster stand, auf die Straße geschubst wurde. Und ja, sie selbst spielt das so ein bisschen herunter, aber es ist so natürlich ein versuchter Mordanschlag auf sie. Und die Detective-Freunde fragen sich dann schon so: Naja, wieso ist das jetzt passiert? Und hat es was irgendwie mit den drei Personen auf sich, die wir vorher noch beobachtet hatten? Und ja, sie spielt das Ganze allerdings ein bisschen runter. Und die Detective Boys gehen wieder zurück zu dem Apartment und bemerken, dass halt alle anderen, dass diese drei Personen, die sie beobachtet hatten, alle nicht mehr da waren und fragen sie halt dann aus, ob sie vielleicht irgendwie beobachtet wurden von der Frau, weil sie ja gegenüber wohnt. Und sie alle gestehen dann ein paar Geheimnisse oder was vielleicht vorgefallen sein könnte.
Also ganz kaufen die Detective Boys das sehen aber nicht ab. Und ja, später sehen wir jetzt nochmal die junge Frau, wie sie nach Hause geht. Und sie wird aber allerdings verfolgt und wir erfahren, dass sie in einem Tanzclub arbeitet. Und sie versucht, merkt wohl auch ein bisschen, dass sie verfolgt wird, rennt dann ab und zu, also rennt nochmal kurz weg in den Supermarkt, aber denkt, sie hat diesen Verfolger dann wohl abgeschüttelt. Und ja, ob sie ihn tatsächlich abgeschüttelt hat oder ob das noch böse für sie ausgeht und was sie vielleicht für ein Geheimnis beobachtet hat oder auch nicht, das schaut ihr euch am besten selber an in dem Zweiteiler. Ja, wie würdet ihr den Zweiteiler bewerten? Ja, also ich fand ihn sehr interessant, muss ich sagen. Also eine ja vermeintlich harmlose Begegnung, die sich dann ja mit dem Ex Hintergrund sozusagen entpuppt und dann mit den verschiedenen Personen da in dem Haus und dass alle irgendwie so ein bisschen mysteriös sind und da diese Frau beobachtet haben und man dann schon so denkt, ja, irgendwie irgendwas muss da ja zwischen denen vorgefallen sein, irgendwas muss da ja sein und ja, dann im Endeffekt ja sozusagen, wie, welche Hintergrundgeschichte sich dann auch entsprechend bei der Fallaufklärung halt rausstellt. Ja, das fand ich sehr gelungen und interessant, so welche ganzen Geschichten im Einzelnen hinter den Personen so stecken. Und ja, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt in der Episode, auch wenn das Setting jetzt nicht so oft hin und her gewechselt ist. Einiges war vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar im zweiten Teil dann, aber ansonsten, ja, fand ich, war das ein gelungener Zweiteiler, habe ich mir gerne angeschaut und ich würde sagen, haben sie eine gute durchschnittliche Filler-Episode hiermit abgeliefert und ich vergebe 3 von 5 Luftballons. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich muss sagen, es war, oder beziehungsweise nicht ganz, ich würde es ja noch ein bisschen besser gehen, mit der, was die Bewertung angeht. Ich muss sagen, insgesamt hat mich der Filler sehr an einen Roman erinnert, von dem mir der Titel natürlich gerade entfallen ist, wo auch jemand aus seinem Fenster, gut, ist ein bisschen anders, aber beobachtet jemand aus dem Fenster einen Mordfall und versucht ihn dann von dort aufzuklären. Und so, das hat mich da ein bisschen erinnert und ich meine auch, vielleicht haben sie das so ein bisschen als Vorlage genommen. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich hatte große Sympathie mit der jungen Frau, die da halt am Fenster stand. Und das ist relativ selten für einen Filler-Charakter für mich, wie ich finde. Daher hat mir der Charakter eigentlich ziemlich gut gefallen. Und ja, dieses Beobachtung und sowas, es ist sowas natürlich irgendwie was Alltägliches. Jeder guckt irgendwie mal aus Fenster oder sowas. Und wenn man dann in diesen Hochhäusern da wohnt und man kann dann gegenüber reingucken, ich finde das irgendwie ganz interessant, dieses Setting und dass man da halt das Leben der anderen beobachten kann und vielleicht dann halt auch das eine oder andere Merkwürdige sieht, womit man dann Leute erpressen kann. Okay, nee, aber ja, fand ich auf jeden Fall insgesamt ziemlich gut gelöst und auch wie sich das dann entwickelt hat. Diesen Mordversuch und was die einzelnen Protagonisten dann da für Geheimnisse tatsächlich hatten, fand ich auch gut gemacht, wobei der Trick dann natürlich, ja, relativ simpel war, aber insgesamt muss ich sagen, war der Kriminalfall doch ganz sehenswert und hat mich auf jeden Fall ziemlich gut unterhalten und ich würde auch 4 von 5 Luftballon dafür vergeben. Einmal kurz als Ergänzung. Du meinst bestimmt den Film Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock, Genau, nicht wahr? ja, Ja. natürlich. Ja, genau. Ja, ein Klassiker der Filmgeschichte, muss man dazu sagen. Also, wenn man sich ältere Filme angucken möchte, den kann man, sollte man auf jeden Fall mal nachholen. Ich fand die Folgen durchweg mittelmäßig insgesamt. Teilweise strukturell sehr merkwürdig. Und eine Szene ist mir besonders so ein bisschen hängen geblieben, nämlich dieser Autounfall am Anfang, wo die drei Ja. Verdächtigen, also das war so merkwürdig, da passiert einfach ein Autounfall und es interessiert niemanden. Das Auto kracht gegen die Wand, alle stehen rum, ja, ach. Guck mal, da gucken drei Leute eine Frau komisch an. Es wirkte sehr konstruiert, ja. Ja, also das war, hui, das fand ich sehr, sehr merkwürdig alles. Also, naja. Ich war nicht so begeistert. Insgesamt eher
so eine, ja, naja, obwohl 2,5 bis 3 halt middle of the road, würde ich sagen, so ungefähr. Ja, machen wir dann weiter mit den nächsten beiden Episoden 931, 932, die Kita Kyushu Mystery Tour, mal wieder eine Mystery Tour am Start, da haben wir auch schon einen separaten Podcast zu gemacht über die früheren Mystery Touren und die diesjährige Mystery Tour wird uns Olli vorstellen. Ja, ich war leider nicht persönlich beim Event dabei, ist ja auch dem damaligen Podcast zu entnehmen, dass es das Real in Japan gibt. Ja, wir haben hier jetzt die Conan-Variante davon. Ja, es geht nach Fukuoka, wo Kogoro an einer Zeremonie von der japanischen Detektivliga teilnehmen soll. Da soll er einen Preis verliehen bekommen. Und er nimmt dann Kogoro und Ran natürlich mit. Und ja, die Verleihung ist allerdings erst gegen Abend und sie kommen halt schon früh dort an und Ran schlägt daraufhin vor, ja, wenn wir schon mal hier in dieser tollen Stadt sind, dann können wir uns gleich die ganzen Sehenswürdigkeiten anschauen, die es hier so gibt, weil in einer Mystery Tour, wie man es bereits kennt, sind immer auch sehr schöne Zeichnungen von der Umgebung, von der Stadt, von den Besonderheiten, die es so gibt. Und damit wir die sehen können, möchte Ran sich die gerne ansehen. Kogoro hingegen ist da nicht so von angetan. Wir kennen ihn, er würde lieber irgendwo was trinken gehen. Ja, aber diesmal ist es so, er hat in der Gegend Fukuoka einen ehemaligen Kollegen von ihm, sein damaliger Ausbilder, nenne ich ihn mal so, der hat sozusagen ihn früher in der Polizei, hat er ihn angelernt und jetzt leitet er ein Unternehmen und deswegen, ja, wollte er ihn gerne mal besuchen, versucht ihn dann zu kontaktieren. Das klappt leider nicht. Deswegen beschließt Kogoro sozusagen, ihn einfach mal spontan zu besuchen. Ja, Ran ist wie gesagt nicht so erpicht darauf und sagt, nee, ich gehe dann hier lieber durch die Stadt und möchte mir die Sachen mit angucken. Und ja, Conan muss sich sozusagen zwischen den beiden entscheiden und er wählt, Kogoro zu begleiten, weil ja, dieser ja, ehemalige Vorgesetzte von Kogoro ist halt ein, ja, man, er hat den Titel Tiger von Kyushu oder irgendwie so in der Richtung. Ja, ist also ein recht angesehener Kriminalbeamter damals gewesen. Und deswegen, ja, besuchen die beiden sozusagen den Boss in der Firma und Ran geht alleine Sightseeing machen. Und dann kommen sie in der Firma an und ja, erfahren dort halt, dass der Direktor, also der Firmenboss, gerade ja zurzeit im Krankenhaus liegt und bewusstlos ist, weil er ja vor kurzem im Parkhaus gestürzt ist und ja daraufhin in das Krankenhaus eingeliefert werden musste. Und ja, da liegt er bis heute, ist noch nicht aus der Bewusstlosigkeit erwacht. Kogoro würde gerne einen Krankenbesuch bei ihm machen, aber der Manager ja, verbietet ihm das oder bittet ihn halt, das nicht zu tun aufgrund der Genesung, weil er muss sich halt erholen und deswegen rät er ihm davon quasi ab, bittet ihn gleichzeitig aber einen Fall zu lösen, der sich in der Firma gerade ereignet und zwar ist ein Graffiti-Sprayer dort unterwegs und ja, hinterlässt überall das Zeichen Tiger und ja, macht damit sozusagen Sachbeschädigung und ja, den soll Kogoro jetzt finden. Und sie haben auch schon eine Vermutung, und zwar den Sohn von dem Chef, weil der halt schon mal des Öfteren wegen der Sprayerei aufgefallen ist. Und ein Grund könnte halt auch dafür sein, weil sozusagen die Nachfolge von dem Chef jetzt diskutiert wird. Und einer davon wäre halt der Direktor der Firma. Und ja, deswegen beginnt Kogoro in dem Fall Ermittlungen anzustellen. Macht sich mit der Sekretärin auf den Weg. Conan gelingt es ihm vorher, seine Wanze zu platzieren, dass er sozusagen mithören kann, die ja, Ermittlungen mitverfolgen kann. Sie wollen dann den Augenzeugen besuchen, der halt da in der Tiefgarage war, als der Direktor den Sprayer sozusagen von hinten irgendwie gesehen hat, wie das gemacht wurde, wollen den dann befragen.
Ja, währenddessen erzählt die Sekretärin wohl von bittet Kokoro auch noch mal um was. Und zwar haben sich wohl die beiden Chefs auch irgendwie immer mal gestritten. Und ja, das würde sie dann halt schon, dass er da auch so ein bisschen sich reinkniet. Ja, währenddessen ist Ran allein unterwegs. Ja, langweilt sich da so ein bisschen und an einer berühmten Sehenswürdigkeit, an der Blue Wing Moji, so heißt das, ja, da trifft sie dann zufällig auf den Sohn des, ja, des Chefs der Firma, der halt, wie gesagt, im Krankenhaus liegt. Und der bittet sie dann darauf, dass er sich, also dass die beiden sich als Paar ausgeben können, weil er halt eben von diesen zwei Männern verfolgt wird. Ja, er überrumpelt Ran damit so ziemlich, aber sie spielt dann halt mit. Kokoro befindet sich mit der Sekretärin zu der Zeit auf einem nahegelegenen Aussichtspunkt und sieht dann, dass Ran da mit ihm irgendwas macht und ist da ja als besorgter Vater natürlich ja besorgt. Und ja, dann wollen diese beiden Polizisten, wie sich später herausstellt, den Sohn abführen, weil er immer noch verdächtig wird. Ran hat von allem keine Ahnung. Knüppelt die Polizisten da mit ihrem Karate dann nieder. Hat realisiert dann, was sie getan hat. Und ja, der Sohn sagt dann halt: Hier, komm, wir hauen jetzt erstmal ab. Und ja, dann verschwinden die beiden sozusagen. Kogoro hat dann währenddessen am Telefon mitbekommen, dass Ran halt ja da so ein bisschen in Bedrängnis gerät, will sie dann aufsuchen. Dann treffen die auf die Polizisten und ja, dann tauschen die sich aus, dass eben der Sohn halt ja der Verdächtige ist. Und ja, dann wollen sie sozusagen die beiden natürlich finden. Ran kommt dann mit dem Sohn so ein bisschen ins Gespräch und er erzählt ihm dann halt, dass er gesehen hat, wer sein Vater irgendwie, also er hat es nicht gesehen, aber er vermutet, dass in dem Auto eine Kamera war und dass darauf was zu sehen sein könnte. Und deswegen möchte er sozusagen das Band sicherstellen. Ja, kann aber halt nicht zur Polizei gehen, weil er ja selber verdächtigt wird. Und ja, Ran beruhigt ihn dann so ein bisschen, sagt hier, mein Vater ist Detektiv, der kriegt da schon alles hin. Wenn du unschuldig bist, wird er dich da rausholen. Ja, ob Kogoro das wirklich schafft, verrate ich an dieser Stelle mal nicht. Habe schon so ein bisschen die Umstände beschrieben. Ja, die Mystery Tour, denke ich mal, war ganz interessant und ich würde sagen, wir hören uns erstmal an, was so die Kollegen, die die Mystery Tour auch verfolgt haben, denn so von der Tour hielten, ob sie es gut fanden oder nicht, und wir hören uns dann später nochmal. Ja, ich muss sagen, insgesamt, was die Mystery Tour angeht, eher schwach. Also ich fand es also einfach schlecht, dass man gesagt hat, okay, man schickt da jetzt ran, die soll da ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern, so ein, zwei Mal mit Conan telefonieren. Aber im Endeffekt ja, hat es irgendwie nicht dieses Mystery Tour-Feeling ausgelöst, was man vielleicht bei anderen hatte, wo dann halt einfach alle zusammen diese Sehenswürdigkeiten sehen und man da vielleicht noch ein bisschen mehr erfährt. Ja, so wirkte das halt also ein bisschen. Wir haben hier einen Kriminalfall und oh, wir müssen auch die Mystery Tour damit irgendwie einbauen. Dann lassen wir mal ran, die von der Gruppe los und die soll dann halt diese Sehenswürdigkeiten abklappern im Endeffekt. Und ja, gut, jetzt müssen wir sie aber irgendwie wieder doch wieder einbauen. Ach, dann lassen wir sie doch mal zufällig dem Sohn über den Weg laufen. Ja, fand ich ein bisschen schade. Hat dem diesem Mystery Tour Feeling halt so ein bisschen Abbruch getan. Der Fall selbst war auch ziemlich durchschaubar, muss ich sagen. Also da gab es jetzt keine großen Fragezeichen. War für mich relativ klar. Und ja, deswegen muss ich sagen, fand ich es insgesamt eher schlecht und würde da von der Bewertung vielleicht nur diese, ja, vielleicht zwei Tiger, Stofftiger geben, die das Tatgeschehen vielleicht beobachtet haben. Und auch hier waren natürlich einige Sachen wieder, auch die konstruiert waren. Also genauso wie vielleicht im vorherigen Filler, auch hier waren wieder Sachen konstruiert, wo dann am Ende dann nochmal Ran und der Sohn in einem Auto fahren mit einer Bombe drinne und sowas. Das fand ich also, ja, das schien dann auch irgendwie so ein bisschen so, ja, muss das jetzt noch sein? Mit so einer Verfolgungsjagd wirkte da also sehr komisch abgedroschen, hat da nicht mehr reingepasst und eigentlich war schon alles gegessen. Naja, deswegen insgesamt nur 2 von 5 Stofftigern. Ja, ich wäre insgesamt bei dir. Ich fand,
Das war alles sehr merkwürdig alles. Also auch dieser ganze Plot am Ende mit dem Mord und dem Bombenanschlag. Ich fand, das konnte man sich alles nicht so sehr erklären vorher. Das war schwach. Was ich auch schwach fand, aber das ist ja bei Mystery Tours inzwischen immer so. Ich sage ja viel über die schlechte Animationsqualität. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal die Szenen anguckt, woran durch die Sehenswürdigkeiten abklappert, dann sieht man plötzlich, die Sehenswürdigkeiten sehen ja so gut aus. Aber wenn man da genauer hinschaut, sieht man, das sind einfach nur Fotografien, wo sie einen Filter drüber gelegt haben, einen Anime-Filter. Das war früher noch auffälliger. Wir haben es ja jetzt auch im deutschen Anime mal gesehen, die Braut von Hui Ten Bosch. Da war es ja auch sehr offensichtlich, dass Fotografien als Hintergründe genutzt wurden. Und das war in dieser Mystery Tour für jede Sehenswürdigkeit im Prinzip ein Foto und Rand davor geklatscht und eine Textbox, hier, das ist Sehenswürdigkeit XY. Schwach. Also, schwach und faul und schade. Außerdem finde ich es lustig, dass Crunchyroll die Folge im Englischen Kita Kyushu als Northern Kyushu übersetzt hat, was stimmt, weil Kita Kyushu heißt nördliches Kyushu, weil Kita Kyushu liegt im Norden von Kyushu. Aber trotzdem ist der Stadtname ein Eigenname. Crunchyroll. Nee, die Übersetzung. Nein, nein. Ja, ach, Mystery Tour. Das war eher nix. 1,5 von 5 von mir. Ja, ich bin auch noch mal mit dabei, wie versprochen. Und ja, eure Angaben decken sich so ziemlich auch mit dem, was ich bei der diesjährigen Mystery Tour empfunden habe. Ich würde mich da Johannes anschließen und hier auch nur 2 von 5 Autos vergeben. Ja, weil ich fand den Fall, also ich fand es wirklich ja, schwierig, dem Ganzen auch irgendwie zu folgen. Und dann hat man da irgendwie den Bombenanschlag, man hat diesen Sprayer und ja, das war alles irgendwie ja nicht so ganz nachvollziehbar, fand ich. Hat dem Ganzen dann auch ein bisschen Abbruch getan, wenn man dann erst überlegt hat, hä, Moment, wie war das jetzt? Wo war der Zusammenhang? Da war kein flüssiges Schauen mehr möglich, sag ich mal. Ja, und ansonsten die Sehenswürdigkeiten, wie schon gesagt wurde, wurden sehr schwach abgehandelt und ja, da hat man jetzt auch nicht so viel gesehen. Also ich hatte da in anderen Mystery-Touren wirklich den Eindruck, dass man sich da mehr Mühe gegeben hat, dass man da mehr von den Sehenswürdigkeiten gesehen hat und einen besseren Eindruck gewonnen hatte. Und ja, dann im Prinzip so. Muss ich sagen, so was mir am besten noch mitgefallen hat, war eigentlich das Ende, wo dann Kogoro seinen Preis verliehen bekommen hat, von seinem ehemaligen Mentor, der in der Zwischenzeit der Episode wieder aufgewacht ist, weil sie so lang geworden ist, gefühlt. Ja, das fand ich schön, sozusagen, diese harmonische Atmosphäre dann am Ende. Aber ja, ansonsten, hat es nicht gereicht, um irgendwas Herausragendes meiner Meinung nach zu werden. Da sind wir eigentlich Besseres gewöhnt und ja, nichtsdestotrotz geht wie immer eigene Meinung bilden, Episode gerne selber anschauen oder in den Artikel nochmal reinlesen. Ja, und sich selber die eigene Meinung dazu bilden und Punkte vergeben. Jo, da haben wir noch die Episodenvorschau und welche Episoden uns in den nächsten Wochen erwarten, das erzählt Lasse uns kurz. Richtig, jetzt schon am 2. März lief Folge 83, der vertikale Knoten in Japan als Wiederholung. Dann jetzt am 19. und 16. März zwei Filler-Folgen, die Entführung des englischen Vollbluts. Englische Vollblüter sind Pferde, falls man das nicht weiß. Teil 1 und 2. Dann am 23. ein einteiliger Filler mit dem Titel Eine Wahrsager und drei Gäste. Und dann am 30. März und am 6. April Wiederholung von Folge 746 und 747, Kaito Kid vs. Makoto Kyoko Makoto, Teil 1 und 2.
den Manga-Fall, den wir vorhin schon angesprochen haben, die Anime-Umsetzung davon, wird da nochmal wiederholt in den Wochen vor dem Filmstart. Und auch wenn das jetzt noch nicht bekannt ist, aber am 13. April, einen Tag nach Kinopremiere, kommt natürlich eigentlich immer die obligatorische Filler-Folge, die mit dem Film zusammenhängt, was früher die Magic Files waren. Das heißt, die ersten zwei Aprilwochen sind eigentlich schon ziemlich sicher auch so verplant. Das heißt, wenn man wissen will, wie es nach Kyoto weitergeht, dann muss man sich im März den 95. Manga-Band kaufen, denn im Anime ja. Kriegen wir das so schnell erstmal nicht zu sehen. Und danach bei Detective Conan Weekly natürlich weiterlesen, denn das geht dann nahtlos ineinander über. Aber das erzählen wir euch alles in dem Podcast zu Band 95 dann, der auf jeden Fall kommen wird. Mal sehen, was mit den Episoden so geschieht im Laufe des Jahres. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieses Podcasts hier heute angekommen. Ich erzähle euch noch unsere Verweise. ConanWiki.org, ConanForum.org, ConanNews.org, Twitter.com/ConanNews, Facebook.com/ConanNews, Instagram.com/ConanNews, ConanNews.org/Discord, da sind wir zu finden. ConanNews.org/iTunes, ConanNews.org/Spotify haben wir auch seit neuestem. Naja, ein paar Monate ist es schon her. Abonniert uns dort gerne und bleibt auf dem Laufenden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut und lauft immer sicher durch die Zeit.